Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video zeige ich euch, was ich bei Primark gekauft habe. Und falls es euch interessiert, bleibt dran. Wenn ihr wieder eingeschaltet habt, auch heute geht es in diesem Video wieder um ein neues Primark Haul. Und ich habe so einige Sachen gekauft. Diesmal ist es ein bisschen viel geworden, aber ich hoffe, ihr habt Zeit und ihr guckt euch das Video bis zum Schluss an. Und ja, die Sachen sind im Moment aktuell im Sortiment. Fangen wir an mit den Kleidern. Als erstes habe ich dieses, ist so ein Tüllkleid, wenn man das mal so sieht. Also hier unten ist Tüll, hier oben ist ein einfaches Spaghetti-Träger-Top, sage ich mal dazu. Die Träger sind sehr hochgeschlossen und ja, fand ich unheimlich süß, so jetzt, wenn die Weihnachtszeit anfängt. Mag ich eigentlich Tüll unheimlich. Nicht nur in Dekoration, sondern auch an Kleidung. Und dafür habe ich mich für dieses Tüllkleid entschieden. Und kann man auch optimal für Silvester anziehen. Aber ich würde es, glaube ich, eher für Weihnachten bevorzugen oder in der vorweihnachtlichen Zeit. Es ist halt etwas schicker, sage ich mal. Kommen wir zu einem nächsten Kleid. Das war reduziert. Und das war, ich glaube, nur 5 Euro. Und zwar, es hat hier so einen braunen Gürtel. Und es ist so schöne Herbstfarben, braun, cremegelb, dann so ein schönes Grün und ja, das sieht so aus. Und ich fand es unheimlich süß. Ich wusste nicht, dass das reduziert war. Und als sie an der Kasse stand, meinten sie, ja, das kostet nur 5 Euro. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist dann mein Schnäppchen des Tages. Ja, dieser Gürtel finde ich dazu auch passend. Mit einer schönen Wollstrumpfhose und einem Blazer drüber. Ist auch dieses Kleid schön angezogen. Also einem Oberteil. Und zwar ist es, das, ich glaube, es war einfach von der Sommerkollektion noch übrig, aber das war auch reduziert. Und das fand ich unheimlich süß. Es ist so ein bisschen pink und ein bisschen ausgefallen. Also da würde ich jetzt Musterrock noch zu tragen, karierten oder einen geblühten Rock würde ich eher nie weglassen. Aber darauf würde ich auch ein Muster kombinieren, weil sonst fällt dieses Oberteil einfach nicht genug auf. Und da ja im Moment sowieso ganz modern sind, die Muster zusammen zu mixen, würde ich darauf auch einen Musterrock tragen. Ja, und ich fand dieses Oberteil unheimlich schön. Vielleicht kann man das so in der, also ich finde den Materialstoff, finde ich unheimlich gut. Und ja, ist mal was anderes. Und dann habe ich ein ganz einfaches Basic-Top gekauft, kann man immer wieder gebrauchen, ist so ein blau-rotes, so dunkelblau und auf den Rock ein Maxi-Skirt und eine Weste drüber. Ist auch dieses Oberteil ein Hingucker. Dann habe ich auch ein Peplum-Oberteil wieder gefunden in lila. Und ist ein, ja, Ellenbogenlange. Und hier unten ist es dann so ein bisschen gerafft. Also Peplum. Auf der Rückseite ist halt ein ganz langer Reißverschluss. Das war auch reduziert. Alle Preise schreibe ich euch in der Infobox, da ich das jetzt die Preise im Moment nicht aktuell im Kopf habe. Dann habe ich einen schönen Pullover gefunden. Der ist so senfgelb und ist auch etwas kürzer. Nicht so wie die Maxi-Pullover. Oder deshalb habe ich mich für so einen kurzen gelben entschieden. Und darauf auch einen kurzen Rock. Finde ich den Pullover auch passend. Dann habe ich eine, eher sage ich mal, so eine pastellige Bluse gefunden. Es ist eher durchsichtig rosa mit einem hell lilanen Kragen. Die war auch reduziert und hier unten hat es nur noch ein kleines Täschchen. Und wenn man das so in einem Rock reinstuppt, sage ich mal, und ein ganz, ganz sanftes Top drunter trägt, ist auch diese Bluse ein absoluter Hingucker, auch im Winter. Also wir haben ja bald schon Winter, Ende des Monats. Und ja, jetzt kommen wir zu den Röcken, was ich dazu gefunden habe. Fand ich als erstes, als ich den gesehen habe, gedacht, nein! Und zwar ist das so ein Paletten, ist nicht Paletten, sondern sind so, ja, wie nennt man die? Sind keine Metalldinger. Wie nennt man das? Also ich würde es mal Palettenrock sagen. Es glitzert halt, ist auch rose gehalten mit einem rosgoldenen Reißverschluss auf dem Rücken. Und ja, ich finde, der klimpert so ein bisschen, also wie so eine Lamettenkugel. Aber ist ja auch jedem da seine. Dem einen gefällt es, der andere findet es schrecklich. Aber wenn man darauf ein weißes Top
trägt oder eine weiße Bluse mit einem Blazer, finde ich diesen Rock eigentlich super schön. Auch wieder eine blickdichte Strumpfhose, ein paar Pumps, finde ich den Rock optimal. Dann habe ich auch, das gab es mal in der Limited Edition, der war reduziert, ist so ein Sonnenuntergang-Rock, so ein Galaxy-Rock, wie man die ja nennt. Und hier vorne ist es so ein bisschen chauffiert. Auf der Rückseite halt ganz grellert runter. Und ja, der war auch 5 Euro, meine ich. Und wenn man den so kombiniert mit einem schwarzen Maxi-Pullover, eine Goldkette, einen Hut, ist man auch für den Winter ein bisschen gewaffnet. An etwas guter Stimmung, warmen Farben. Und ja, der ist auch, kann ich ja mal so zeigen, der ist hier halt, wenn man das so sieht, ist auch nur kurz über dem Po der Unterrock und das andere ist halt sehr durchsichtig, weil ja, da kommt halt der Sonnenuntergang richtig gut zur Geltung. Und ja, dann habe ich eine Military Hose gefunden und zwar handelt es sich um die, die hat man schon auf einigen Blogs und auch Videos gesehen, gibt es im Moment auch bei Zara, H&M, Mango, überall. Ich habe mich für die von Primark entschieden und auf eine Lederweste oder auf diese Fuhrwesten finde ich die eigentlich ja, perfekt für den Herbst. Dann habe ich auch noch eine Military Weste gefunden und zwar war ich schon lange auf so eine Suche von so einer. Und zwar hat es hier so Nieten hier an dem Kragen und ist halt auch so NATO Army Grün und hier an den Seiten hat es halt noch diese Bänder, damit man das enger schnüren kann. Aber ich finde einfach, ich kann hier mal so drüber ziehen, ich finde das einfach, wenn man das ein schönes Top drunter trägt, finde ich eigentlich diese Weste unheimlich schön und hält auch unheimlich warm. Ja, dann kommen wir zu einem Blazer, der war auch in der Sale-Abteilung und zwar so einen gemusterten. Also da ich ja gesagt habe, dass ich im Moment Muster unheimlich toll finde, habe ich mich für diesen entschieden. Und zwar ist so, ich würde mal sagen, so Cognac-Farben, blau, beige Farben. Ja, da würde ich dann einen Musterrock zu tragen oder eine Musterhose, weil sonst wirkt dieser Blazer einfach zu langweilig. Also ich kann es kaum abwarten, wieder mit den ganzen Mustern zu spielen und ja, für den habe ich mich entschieden. Dann habe ich diese Jacke gefunden und zwar, die ist so ein bisschen gold chauffiert und zwar mit so goldenen Knöpfen, unheimlich schön und auch kurz. Also die kann man jetzt auch nicht so anziehen, da müsste man dann schon eine Jacke drüber ziehen mit schönen goldenen Knöpfen und Taschen an den Seiten. Und was ich hier unheimlich schön finde, dass hier oben auch so etwas gerade geht und dann halt der Kragen und die Ärmel anfangen. Also den fand ich unheimlich schön. Dann habe ich das auch wieder aus der Sale-Abteilung und zwar ist auch so ein Blazer in so einem leoparden-violetten Muster. Also im Moment haben die bei Primark ziemlich viel runtergesetzt. Also wenn man da schon ein paar Schnäppchen, kann man da gute Schnäppchen ergattern, wenn man ein bisschen Geld sparen möchte. Ja, die Ärmel sind hier sehr durchsichtig und auch wieder sehr mustervoll. Und darauf sage ich mal auch wieder Musterrock. Nein, doch würde ich schon tragen. Ja, dann kommen wir zu den Winterjacken. Und zwar, ich liebe Winterjacken. Also das ist so Winterzeit. Gibt es diese schöne... Ach Gott, ich sage auch wieder, jetzt teilen sich wieder die Meinungen. Der eine findet es schön, der andere sagt, Gott, wie kann man so rumlaufen? Wie ein Bär, sage ich mal. Aber ich finde diese unheimlich schön. Und zwar habe ich letztes Jahr in New York schon unheimlich viele damit rumlaufen sehen. Und ja, die hält kuschelig warm. Ist wirklich, also ist alles Kunstfell. Und die war auch wirklich jetzt nicht allzu teuer. Ja, 35 Euro. Die ist auch relativ kurz, aber die hält unheimlich warm. Also ich habe mir vor 3 Jahren in New York damals auch eine schöne Felljacke gekauft und die trage ich heute noch, weil ich das unheimlich schön kuschelig finde. Man meint, man läuft die ganze Zeit mit so einer Decke durch die Gegend und dieses Jahr musste halt eine helle hier her und dafür habe ich mich für diese entschieden. Da habe ich auch schon eine genaue Vorstellung, wie ich was tragen werde. Also schaut einfach mal auf meinem Blog vorbei.
Also jetzt würde ich diese Jacke noch nicht tragen, weil es einfach noch nicht zu kalt ist, was aber auch gut ist. Aber ich sag mal so im Dezember, Januar, wo die wirklich ganz, ganz kalten Tage kommen, da wird diese Jacke auch zum Einsatz kommen. Dann habe ich noch einen Mantel gefunden und zwar so ein rot dunkelblauer mit goldenen Knöpfen. Und zwar auch hier so Taschen an den Seiten, auch goldene Knöpfen an den Armen. Und ich finde einfach, die ist für etwas Schickeres. Kann man aber auch eine Jeans tragen. Und ja, ist ein schöner Mantel, der auch hoffentlich warm hält im Winter. Das war zu den Klamotten, die ich gekauft habe. Jetzt kommen wir noch zu den Accessoires. Und da habe ich einmal diese gefunden. Die habe ich schon bei anderen YouTubern aus England gesehen. Und zwar handelt es sich um diese goldene nudefarbene Tasche mit so einer kleinen Schleife. Kann man ja auch optimal jetzt, was ich unheimlich mag, die Taschen hier vorne so zu tragen. Mit den Seiten hier so ein bisschen Gold. Eine Schleife. Und ja, da man die Taschen jetzt immer so trägt, finde ich das optimal. Ist nicht zu kurz, nicht zu lang. Perfekt für den Weihnachtsmarktbesuch, wenn man etwas, wenn man nicht so viel mit sich rumschleppen möchte, finde ich einfach diese Tasche optimal und ja, auch wieder für wenig Geld. Dann habe ich noch eine Klatsch gefunden und zwar so eine schwarze, die gab es auch mal bei Zara. Und zwar, oder bei H&M gab es die auch mal, ist so eine mit Pailletten bestickt. Das ist eine ganz einfache schwarze mit einem Reißverschluss. Und ja, für einen schönen Museumsbesuch oder einen Theaterbesuch finde ich diese Tasche einfach perfekt. Passt auch iPhone, Lippenstift und ein bisschen Kleingeld rein. Dann kommen wir, wo ich gekauft habe. Und zwar habe ich da so Enkelboots gefunden, auch wieder mit Nieten, so ganz einfache schwarze. Einen kleinen Pfennigabsatz, sage ich mal. 4-5 cm und an den Seiten finde ich das unheimlich schön. Hier ist so ein Reißverschluss und ja, die Nieten gehen einmal so rum und hier habe ich einmal an Schuhen gefunden. Ja, dann habe ich noch eine Mütze gefunden und zwar diese Gossip Girl Mütze. Also sie erinnert mich halt an dieses Oh my gosh Logo von Gossip Girl und da die Mützen ja auch im Moment total in sind. Mit einem Rock, einem Kleid, also etwas schickerem zu etwas schlichten auf dem Kopf. Dabei hält, kann der Winter jetzt auch kommen mit solchen Mützen. Und dann habe ich noch 4 Gürtel gefunden. Einmal so einen goldenen Gürtel, den finde ich unheimlich schön. So Rose Gold. Kann man hier so zumachen. Und dann kann man sich den, also finde ich unheimlich schön. Dann einen einfachen Nietengürtel in Beige-Weiß. Mit goldenen Nieten. Ja, der hat hier so Kreuze und ist einfach braun gehalten mit einer goldenen Schnalle. Und zuletzt einfach einen ganz einfachen schwarzen Gürtel. Kann man ja jetzt auf Westen gut tragen. Das mal so. Und ja, das war mein Primer-Call. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über jeden Kommentar würde ich mich in der Infobox sehr freuen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!